Peace Leute und willkommen zu einem Video hier auf dem Focus Clan Channel und heute fangen wir an mit der FIFA 19 FUT University und das ist eine Serie, die erkläre ich euch ganz kurz. Die hatten wir schon in FIFA 18 kurz angeschnitten, kurz begonnen. Jetzt in FIFA 19 wollen wir sie direkt von Anfang an bis zum Ende durchziehen. Und was genau sich hinter FUT University verbirgt, das erkläre ich euch jetzt und dann fangen wir auch direkt mit dem ersten Part an. Und zwar wollen wir euch mit FUT University hier auf dem Focus Clan Channel eine Plattform bieten, wo ihr wirklich das 1x1 von FIFA lernt quasi. Von den ganz normalen Basics bis hin zu den krassesten Pro-Tipps wird das Ganze hier aufgebaut und wir werden das so in einem roten Faden durchziehen und dementsprechend werden wir heute auch ganz normal mit den wirklichen Basics anfangen und das sind Kameraeinstellungen und auch Controller-Einstellungen. Aber es gibt doch den ein oder anderen, der immer wieder auch bei mir im Stream zum Beispiel nachfragt, Style, was ist deine Kameraeinstellung, was sind deine Controller-Einstellungen, gibt es da irgendetwas, was ich beachten muss? Und ich bin der Meinung, es gibt auf jeden Fall ein paar grundlegende Dinge, die man dort ändern sollte, damit man wirklich ja noch effektiver und noch besser FIFA spielen kann. Und dementsprechend zeige ich euch heute die Kameraeinstellung und wir ziehen das alles an so einem roten Faden durch. Beim nächsten Mal gehen wir auf Taktik und sowas ein und später, irgendwann ein paar Videos später, kommt dann auch ja der, sag ich mal, der etwas krassere Tipp, wo man wirklich schon das 1x1 beherrschen muss, damit man diese Tipps dann auch umsetzen kann. Und das Ganze soll euch ja FUT University bieten. Das sind einfach ein paar grundlegende Hilfe-Video-Tutorial-Videos von mir. Ich spreche mich natürlich auch mit meinen Teamkollegen Danny und Sakul ab, ob die noch irgendwie welche Tipps haben, die ich dann im Video erwähnen soll. Und dann gebe ich euch das einfach an euch weiter und hoffe, euch damit weiterhelfen zu können. Und jetzt habe ich genug darüber gequatscht, was FUT University ist. Lasst uns jetzt einfach zu dem Grundlegenden, zu dem Wichtigen von diesem Video kommen. Kameraeinstellungen und Controller-Einstellungen. So, da sind wir auch dann direkt mal im Menü des Games und dann gehen wir einmal auf Einstellungen, auf Steuerung anpassen und jetzt sehen wir hier ja auch schon die paar Neuerungen, die an FIFA 19 dazugekommen sind. Abschuss-Timing und Verteidiger-Wechselsymbol und Passblockhilfe. Das ist ja alles neu, das hatten wir ja die letzten Jahre nicht. Und Abschuss-Timing ist ganz klar das neue Time-Finishing. Ich kann euch nur empfehlen, lasst es an, Freunde. Da kommt natürlich auch noch irgendwo später mal ein Video zu dem perfekten Time-Finishing, wie man das am besten beherrschen kann, wie man es erlernen kann. Meiner Meinung nach sage ich euch jetzt schon mal den Tipp, lasst es an, schaltet es gar nicht aus. Ich sehe immer wieder auf Twitter Leute, die sagen, das ist total unnötig, ihr schaltet es aus. Nein, Freunde, übt damit, lasst es an, ihr werdet es auf jeden Fall brauchen. Wenn ihr konstant viele Siege in der Weekend League oder in Division Rivals holen wollt, müsst ihr Time Finishing beherrschen. So, Verteidigerwechsel-Symbol ist halt einfach dieser zweite Pfeil über dem Kopf, wenn ihr... Ja, den ihr seht, wenn ihr zum Beispiel den einen steuert, dann ist er natürlich rot über dem Kopf. Aber der andere Pfeil ist dann der Spieler, den ihr als nächstes bekommt, wenn ihr die Spielerwechseltaste drückt. Also L1 in den meisten Fällen oder LB auf der Xbox. Oder aber auch, wenn ihr Second Man Press, also zweite Mann, dass ihr den zweiten Mann heranruft, der drauflaufen soll. Das ist dann der Spieler, der dann aktiv drauflaufen wird. Und meiner Meinung nach ist auch hier wichtig, dass ihr das anlasst. Das ist nämlich eine sehr, sehr krasse Hilfe. Ich weiß, am Anfang ist das etwas irritierend und viele haben es auch schon ausgestellt, weil es sie einfach irritiert, weil es einfach neu ist. Das gab es halt noch nie in FIFA. Aber ich bin absolut der Meinung, dass das eine richtig gute Hilfe ist und dementsprechend solltet ihr das auch am besten anlassen. Dann die Passblock-Hilfe. Da kann man sich drüber streiten. Es gibt natürlich immer wieder diese Animation, wo euer Spieler versucht, den Pass zu blocken. Und da macht er diesen komischen Ausfallschritt und dann kommt er nicht an den Ball. Meistens mit dem Innenverteidiger so, kommt nicht an den Ball, aber dann ist der Spieler schon aus der Bewegung raus und kann nicht mehr hinterherlaufen und dann passieren oftmals Tore. So war es in den letzten FIFA-Teilen. Dieses Jahr bin ich aber der Meinung, weil auch Pace nicht so wichtig ist, dass selbst wenn mal mit dieser Passblockhilfe ein Schritt ins Leere gemacht wird, immer noch genug Zeit ist, um das Ganze zu regulieren. Und meiner Meinung nach ist die Passblockhilfe auch in den meisten Fällen erfolgreich. Ja, dass der eine Versuch, wo es nicht erfolgreich ist, ja, der überwiegt dann halt immer die anderen, weil man dann immer den Misserfolg im Kopf hat und die erfolgreichen Aktionen dann vergisst. Dementsprechend, ich bin ein Freund davon, das anzulassen, aber hier ist kein absolutes Muss. Könnt ihr natürlich auch auf auslassen. Ich persönlich habe es aber so die Erfahrung, dass ein besser ist bisher. Dann automatisch wechseln, habe ich Bälle in der Luft. Da kann ich auch nur Bälle in der Luft oder manuell empfehlen. Die Autobewegungshilfe hier auf Auto zu stellen, finde ich persönlich nicht so sinnvoll, weil ihr teilweise Spieler bekommt, die
ja, die gar nicht optimal stehen, um halt irgendwie den Weg des Gegners zuzumachen oder dem Gegner den Ball abzunehmen. Dementsprechend Bälle in der Luft oder auch manuell. Auto wechseln, Bewegungshilfe. Hier muss ich ganz kurz erklären, das wird auch von vielen noch missverstanden. Das ist folgendermaßen gemeint. Ich habe es hier auf keine. Das bedeutet, wenn ich auf einen anderen Spieler wechsle, dann muss ich auch direkt steuern, sonst bleibt er stehen. Wenn ihr das auf partiell oder auf voll habt, eure Spieler machen ja Bewegungen, auch wenn sie nicht angewählt werden. Die CPU läuft ja mit den Spielern. Und wenn ihr dann wechselt auf den Spieler, der ja auch gerade in der Bewegung ist, ist das eine Hilfe. Wenn ihr dort dann auf keine habt und nicht lenkt, dann bleibt der stehen. Wenn ihr auf partiell habt, dann geht er noch weiter die Bewegung, die er vorgemacht hat, weiter, ein kurzes Stück. Und wenn ihr auf voll habt, macht er die Bewegung, die er vorher schon angefangen hatte, komplett durch. Meine Erfahrung ist halt, dass ich auf keine, damit ich, wenn ich auf den Spieler wechsle, damit ich direkt die volle Kontrolle über den Spieler habe. Hier ist aber wirklich gesagt, einfach nur nach Belieben, wie es euch am besten gefällt. Wenn ihr wollt, dass die Spieler direkt noch die Bewegung, die sie vorher angefangen haben, zu Ende machen, dann macht es gerne auch voll. Wenn ihr das Ding, was man kennt, ist ja auch oft, dass man sagt, boah, ich habe den Spieler angewählt und dann ist er kurz stehen geblieben. Ja, ihr müsst ja auch direkt den Spieler, wenn ihr auf keine habt, direkt bewegen, sonst bleibt er stehen und dann habt ihr einen eventuellen Nachteil, wenn der Gegner im Angriff ist. Hier auch, wie gesagt, nach Belieben, da gebe ich nichts vor. Dann Passhilfe habe ich auch mit Hilfe. Steilpasshilfe auch auf Mithilfe. Schusshilfe mit Hilfe. Flankenhilfe auf Semi. Heberhilfe auf Mithilfe. Ich glaube, hier brauche ich nicht mehr wirklich viel erklären. Ihr könnt es ja auch selbst mal probieren, auf manuell oder auf Semi zu spielen. Es wird deutlich, deutlich schwerer. Und da jeder eigentlich mit Hilfe spielt, solltet ihr das auch machen, sonst habt ihr einen enormen Nachteil. Dann Paradenhilfe ist egal, das ist eigentlich nur für Pro-Clubs, wenn man den Torwart steuert, wichtig. Analog springt habe ich ein und Defensive ist online sowieso immer auf Tactical Defending. Auf Tactical Defending, da kann man nicht auf klassisches verteidigen. Analog Sprint habe ich auch lieber auf ein, da ist aber auch keine wirkliche Empfehlung von mir, ob ihr es aus- oder anlassen sollt. Das ist wirklich auch wieder nach persönlicher Präferenz. Und Controller-Einstellungen, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Ich habe eine eigene individuelle Einstellung und zwar in der Verteidigung habe ich anstatt Zustellen auf R1 habe ich mir das auf Kreis gelegt, Zweikampf auf X und das normale Zustellen ist jetzt auf R1. Das bin ich einfach so vom früheren FIFA-Teilen gewohnt. Früher hat man ja einfach nur X gedrückt und dann ist man draufgelaufen und Kreis hat man gedrückt, damit der zweite Spieler draufläuft. Dementsprechend habe ich mir das so zugelegt, dass ich, wenn ich auf X drücke, den Gegner angreife mit Zweikampf und ja, Zustellen auf Kreis gelegt und das R1 Zustellen, das nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht in der Verteidigung. So, das ist meine Controller-Einstellung, sonst ist alles klassisch. Hier kann ich ja nichts vorgeben. Hier, das ist ja je nachdem, wie man, der eine sprintet gerne mit R1, der andere gerne mit R2, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir noch zu den anderen Einstellungen wie Kameraeinstellung und die Anzeige. So, Kameraeinstellung habe ich hier bei Übertragung Tele. Ich habe viele gesehen, die auch auf Standard spielen. Also die, ich sag mal so, 95% der Pros spielen Übertragung Tele, weil man einfach nochmal einen besseren Überblick über das Spielfeld hat. Es gibt Leute natürlich, die sagen auch Coop, dann sehe ich das ganze Spielfeld. Da sage ich persönlich immer, bei Coop ist es so, dass die Kamera einfach zu weit oben ist und dann in gezielten Aktionen, wenn es um den Zweikampf geht oder sonst was, ist es halt schon ganz gut, wenn man nochmal etwas näher dran ist. Dementsprechend ist so Übertragung Tele so meiner Meinung nach das optimale Mittelmaß und dementsprechend spielen auch die meisten Pros, wie gesagt 95% der Pros spielen Übertragung Tele und bei Kameraeinstellungen habe ich dann hier anstatt auf Standard, habe ich hier noch individuell Kamerahöhe 20 und Kamerazoom 0 und das ist die Kamera, die ich spiele, werde sehr oft im Stream gefragt, welche Kameraeinstellung ich habe, das ist sie und dann kommen wir noch zu den visuellen Einstellungen in-game, es ist halt meiner Meinung nach auch sehr wichtig, immer, dass über dem Kopf der Spielername angezeigt wird, den ihr gerade steuert. Weil damit ihr immer direkt wisst, welchen Spieler ihr gerade steuert, es macht halt einen enormen Unterschied zu wissen, welchen Spieler man steuert oder welcher Spieler beim Gegner gerade am Ball ist. Denn man sollte auch immer wissen, ist der Spieler Rechtsfuß, ist er Linksfuß, hat er 4-Sterne Skills, hat er 4-Sterne Weak Foot. Weil wenn ihr das alles wisst, dieses Know-how habt, dann wisst ihr auch, wie ihr am besten diesen Spieler verteidigen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt gegen einen Gegner spielt, der im Sturm einen, ja, sagen wir mal so einen Alan Shearer, der hat glaube ich nur 2-Sterne Skills. Wenn er den hat und gerade mit dem auf euch zuläuft, dann wisst ihr, ihr müsst euch nicht auf Skills
gefasst machen. Denn mit 2 Ständen Skills kann der keine Skill machen. Und dementsprechend verteidigt ihr den ganz standard klassisch und müsst halt nicht drauf spekulieren, dass er irgendwie ein Skill kommt. Denn mit 2 Ständen Skills wird keiner kommen. Und dementsprechend kann ich auch immer nur empfehlen, dass ihr das so macht, dass ihr über den Kopf die Spielernamen direkt angezeigt bekommt. Unten links und unten rechts sollte dann nochmal der Schussbalken oder der Passbalken, was auch immer, und die Ausdauerleiste auch sein, denn es ist immer ganz wichtig zu wissen, wie viel Ausdauer hat mein Spieler noch, denn die Ausdauer wirkt sich auch auf gewisse Spielerattribute aus. Umso weniger Ausdauer ihr habt, umso schlechter werden gewisse Attribute, das ist Physis, Pace wird schlechter, die Genauigkeit im Abschluss und so weiter und so fort. Dementsprechend sollte man das auch immer beachten. Und ja, das war's dann an der Stelle. Das sind die Einstellungen, die ich benutze. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit weiterhelfen. Das ist nämlich für den einen oder anderen, vor allem am Anfang, ziemlich interessant, wie ich so erfahren habe. Und dementsprechend lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. In der nächsten Foot University Folge, die am Donnerstag oder Freitag kommen wird, beschäftigen wir uns dann mit einem anderen Thema. Seid gefasst, abonniert den Focus Clan Channel, damit ihr keine Episode verpasst. Ich bin raus, peace out und ciao.